Hallo, Jenny. Hallo, hallo, liebe Serena. Wie schön, dass Und wir uns treffen. auf jeden Fall. Und dass es geklappt hat, ganz toll. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das heute mit dir machen darf. Jedes Oh. Live-Event, was ganz Besonderes. Ja, und hallo an Schön. alle Zuschauer. Hallo, ihr Ja, Lieben. ich möchte herzlich dich willkommen heißen, liebe Serena. Wer sie nicht kennt, was ich fast ein bisschen bezweifle, von unseren Zuschauern, die liebe Serena Goldenbaum, die ist ein super Hair- und Make-up-Artist für alle Promis Dankeschön. im Prinzip, von Sebi Mais über Mozzi Mabuse und, oh Gott, ich kann sie alle gar nicht aufzählen, glaube Helene ich. Fischer und Heidi Klum und so. Ja, habe ich gesehen, letztens ganz frisch gemacht, ne, die liebe Heidi. Ja, Und du bist genau. frisch von der Fashion Week quasi gekommen, um mit uns das Genau. schöne Live zu machen. Und wir Ich freuen uns sehr, hatte dass wir heute letzte mit Woche, dir sprechen dürfen. ja, absolut, absolut. Ich hatte letzte Woche eine wirklich volle Woche. Ich war auf der Fashion Week, habe Heidi Ja. gestylt. Dann war ich in Berlin, habe einen Online-Workshop gegeben für krebskranke Frauen, um Ja, zu den zeigen, wie KMF man habe sich ich schminken gesehen. kann. Dann waren wir noch mal schnell in Zürich, Silvi, Red Carpet, großer Event. Also es war, hat Spaß gebracht, war richtig. Aber ich entschuldige mich schon mal für meine nasale Stimme. Ich habe irgendwie auf der letzten Station so einen kleinen Schnöf, wie man in Hamburg sagt, also so einen kleinen Schnupfen mitgenommen. Aber ich denke, ihr versteht mich, oder? Also ich verstehe dich sehr gut. Von daher, Gut. ich denke, die anderen auch, hoffe ich doch sehr. Ja, und ich freue mich, dass wir heute mit dir sprechen können, weil dir ist ja auch wirklich das Thema Hautpflege total wichtig. Wer dir folgt, der weiß das ja auf jeden Fall. Absolut. Und es passt ja super zu uns, weil wir sind halt auch die Hautpflege Experten im Prinzip und sagen Ja. immer, wie wichtig das ist, eine gut gepflegte Haut, damit dann auch Make-up natürlich toll aussieht. Und Absolut. ja, da freuen wir Also uns, dass wir es heute ist, mit dir sprechen können. ja, also es ist wirklich, und ich sage das ja immer ganz, ganz, ganz oft, viele sagen immer, ja, wie fange ich an mit dem Make-up und was mache ich, wenn ich eine trockene Haut habe? Und ich sage das, ich denke schon immer, ich nerve damit, aber man kann es auch nicht oft genug sagen, dass ein schönes Make-up fängt mit der Hautpflege an. Einfach, weil die Haut muss erstmal so richtig durchtränkt und juicy und gepflegt aussehen. Und dann kann ich auch diesen schönen Glow, den wir gerne haben wollen, oder ein jugendliches, strahlendes Make-up haben, wenn die Haut wirklich vorbereitet ist. Und das sage ich auch ganz oft. Die Haut ist ja unser allergrößtes Organ und die will erstmal einmal gepflegt werden. Bevor ich mit dem Make-up komme. Deshalb mache ich auch bei meinen ganzen Promis und bei meinen ganzen Stars als erstes meine kleinen Tipps und Tricks und dann erst komme ich mit dem Make-up. Und ich kriege so viele Fragen in meinen DMs. Ja, aber was mache ich denn? Und was ist denn die richtige Pflegeroutine? Und jetzt kommt der Herbst und jetzt kommt der Winter. Und deshalb fand ich das ganz, ganz toll, dass wir heute mal alle Fragen beantworten können und auch Auf mal jeden Fall. wirklich auf das alles eingehen können, weil ich kann gar nicht alles beantworten, weil jeder hat ja eine unterschiedliche Haut. Also es ist ja Total. so Ja. individuell. Ich guck, wenn ich Ja, nach das ist unten gucke, dann gucke ich immer in diese Kommentare. Also wir sehen dann eure bei mir dasselbe. Kommentare. Ja, ich habe auch schon auf Instagram gefragt, was sind dann so eure Fragen? Was möchtet ihr denn gern, was wir beantworten? Und deshalb immer hier mit den Fragen. Ja, definitiv. Also gerne alle Leute bitte in die Kommentare schreiben, was für Fragen sind. Hier war ja schon tatsächlich eine ganz allgemeine Frage, was gibt es für Tipps vor dem Make-up? Und Genau. da wollen wir natürlich gerne weiterhelfen. Im Zuge dessen wollen wir natürlich auch über deine Favorite-Produkte bei uns sprechen. Du hast ja da so Absolut. zwei, drei Lieblinge. Ja, Und ich absolut. predige ja immer wirklich, das A und O ist erstmal die Reinigung. Na, da fängt alles mit an.
Also sowohl vor dem Make-up als auch danach, damit die Haut dann wieder schön atmen kann. Und Ja. ja, vielleicht fangen wir da einfach mal ganz klassisch mit an. Na, dass du sagst so, was ist denn dein Reinigungsfavorit? Also ich, warte, ich habe mir das sogar hier gestellt, damit ich es zeigen kann. Also ich reinige Sehr gut. gerne sehr sanft, super Ja. soft, seht ihr das? Cleanser, oh, warte mal, das ist verkehrt. Genau. Weil ich habe eine sehr empfindliche Haut und ich habe auch eine sehr trockene Haut. Und auch wenn ich mit Stars und Prominenten arbeite, so sanft wie möglich. Ich möchte keine Irritation vom Make-up haben. Ich möchte nicht irgendwie zu hart rangehen. Ich möchte alles ganz weich, alles ganz pflegend haben. Und ich liebe tatsächlich diesen Super Soft Cleanser. Gebe ich auf ein, habe ich durch Zufall auch hier, auf ein Wattepad. Ja, ihr seht es hier nicht. Ihr seht hier hinten meinen schönen Blumenstrauß und alles. Aber ich habe natürlich hier einen richtig tollen Make-up-Spiegel, so wie man das früher auch so hatte. Meine Omi hatte das auch, so einen richtig schönen Spiegel, wo man sich abschminken kann, wo man sich aber auch wieder schminken kann, pflegen kann. Und das liebe ich total. Deshalb steht es hier. Und ich nehme ein Wattepad und gehe wirklich auch über meine Wimperntusche. Gehe einmal richtig so runter, weil das werde ich auch immer gefragt, wie schminkt man sich eigentlich richtig ab? Also ich nehme wirklich Reinigungslotion auf den Wattepad, nicht zu viel, und dann gehe ich einmal über das Auge und dann gehe ich einmal hier unten, dann nehme ich einen neuen Wattepad. Mache ich das Genau. richtig, Jenny? Ja, also ich sage ja auch immer, wenn die Wimperntusche so ein bisschen hartnäckiger ist, kannst du das auch ein bisschen einwirken lassen quasi. So, wie bei rotem Nagellack, musst du ja den Nagellackentferner auch quasi ein bisschen kurz wirken lassen, damit es dann richtig runter geht. Und das ist manchmal ein Hauch Geduld, hilft da durchaus, das schneller dann abzumachen eigentlich. Wenn du es einfach Absolut. mal kurz auflegst und dann Aber runterziehst. bitte Absolut. nicht so reiben, weil Ja. dann brechen die Wimpern schnell ab und einfach drauflegen, wie Ja. du gesagt hast, finde ich auch super. Und einen kleinen Moment warten und bitte nicht reiben Genau. und hinterher sagen, oh, aber ich verliere so viele Wimpern, weil das geht ganz, ganz schonend. So, dann Ja, und wasche dann ich ist mein es ja auch, Gesicht. ne, die zarte Augenpartie, wenn du da so rubbelst, reibst, ne? Also das muss man halt auch nicht vergessen, das ist doch noch viel empfindsamer als rechts der Gesichtshaut einfach, ne? Absolut, Ja. absolut. Also die immer ganz, ganz vorsichtig Ja. behandeln. Wo ist mein Wattepad? Hier. Ja. Dann nehme ich Sehr alles gut. runter. Dann wasche ich tatsächlich einmal mein Gesicht mit Wasser. Einmal, um Genau. diese schöne reinigende Frische zu haben. Und dann gehe ich mit meinem Gesichtstonic darüber. Auch Sehr mild, gut. weil ich, wie gesagt, eine eher empfindliche Haut habe, die sofort reagiert, wenn irgendwas so, ja, empfindliche Haut, also wenn es draußen kalt ist, kriegt man sofort rote Wangen oder es ist noch kälter, dann wird die Haut leicht schuppig. Und das Ja. bezeichne ich als empfindliche Haut, die eben sofort reagiert. Und deshalb nehme Ja. ich ein gesundes, nehme ich ein mildes Gesichtswasser und nehme praktisch nochmal diesen pflegenden Film von der Haut, also diesen etwas fettigeren Film. Ja, nimmst du halt die Reinigungsrückstände auch weg. Und das, was ich sehr liebe, tatsächlich am Gesichtswasser auch, du durchfeuchtest ja die Haut schon einmal. Das heißt, diese ganzen kleinen trockenen Schüppchen oben, die werden schon mal einmal durchfeuchtet. Und dann kann deine Creme oder dein Serum, was du dann aufträgst, auch wirklich direkt reingehen und bleibt nicht oben in den trockenen Schüppchen hängen. Ne? Ja, Ja, absolut. Und das werde ich deswegen. eben auch immer gefragt. Braucht man, mein Tic-Tac ist da. Hallo, Annette. Annette ist mein Tic-Tac, die immer aufpasst, dass ich die Zeit nicht Ah, überziehe. okay. Hallo, Annette. Und ich werde auch immer gefragt, braucht man das wirklich alles? Braucht man wirklich so viele Steps? Und ja, einfach, weil es wirklich einen Sinn hat. Also es ist gerade ein Gesichtswasser, wie du eben sagst, durchfeuchtet nochmal, nimmt aber auch nochmal die Rückstände runter von der Gesichtsmilch und also auf jeden Fall. Ja.
Und ich finde, für mich ist es so eine Art von Selbstfürsorge geworden. Ich war früher, als ich jünger war, auch noch so ein bisschen nachlässiger. Aber je älter ich werde und umso mehr das Thema, ja, wie wird man eigentlich schöner älter und möchte man so diese ganzen Sachen, die man neben der Pflege machen kann, möchte man das überhaupt? Und da denke ich, nee, ich möchte einfach die beste Pflege, die ich für meine Haut kriegen kann. Die hat einfach schon über 50 Jahre lang mit mir ausgehalten. Und gerade die Gesichtshaut, die war ja nie verdeckt. Die ist ja immer out there. Und das bin ich mir inzwischen tatsächlich selber wert. Und ich finde, eine gepflegte Haut, eine etwas reifere und etwas ältere Haut, wenn sie gepflegt ist, wunderschön. Und Super, ja, eine das trockene ist. Haut kann auch 20 sein und einfach, wenn die zu trocken ist, wenn die ausbricht, wenn du siehst, dass die Haut reagiert. Also das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das höre ich auch ganz, ganz oft. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Man Nee, kann das ist wirklich. einfach wirklich diese Regelmäßigkeit, ne? Und ich sage auch immer, wir haben nur die Genau. eine Haut, die musst du halt einfach pflegen und sie ein bisschen lieb haben und dann hast du auch eine viel schönere Strahlkraft. Und es ist ja auch so, vorbeugen ist immer als hinterher versuchen, was glatt zu bügeln. Ne? Wenn eine Falte erstmal da ist, ist es immer ein Ja. bisschen schwieriger. Lachfalten sind völlig okay, die sehen immer Und schön aus. wunderschön. Und ansonsten wollen wir halt natürlich gucken, dass wir es lange hinauszögern einfach auch. Ne? Und Ja, und Trockenheitsfältchen muss man nicht haben. Also diese genau. typischen Trockenheitsfalten, die sich so richtig eingraben, die muss man wirklich nicht haben. Und ich habe hier, sehe hier schon eine Frage von Violetta. Kein Augen-Make-up-Entferner. Ich benutze keinen Augen-Make-up-Entferner. Du siehst, ich habe oftmals sehr, sehr viel Wimperntusche auf meinen Wimpern. Und ich mache das wirklich nur mit diesem weichen, soften Cleanser. Ich benutze Genau. nicht noch extra Augenentferner. Nee, also wenn man keine wasserfeste Wimperntusche trägt, dann braucht man es halt wirklich nicht. Dann kann man die sanfte Gesichtsreinigung nehmen. Der Super Soft Cleanser ist total angenehm für die Augenpartie, pflegt die noch schön, Ja. also gar keine Probleme. Ja. Und auch nicht dieses ölige Gefühl, was man immer von früher noch so Ja. denkt, wenn man denkt, so So eine schön Gesichtsmilch. schmierig. Nö. Ja. Hier kommen ganz süße Hallo zusammen. Hallo, das Beste. Absolut. Hallo. Das Beste für uns. Ich finde, das ist aber auch so einfach, wenn man ich weiß nicht, das hatte ich früher nicht, aber je älter ich werde, denke ich, nee, ich bin einfach sehr dankbar, was meine Haut ausgehalten hat mit mir. So, ich denke mal an die 80er, noch die Sonnenbäder ohne Sonnenschutzfaktor. Aber dafür habe ich ja auch ein Produkt entdeckt bei euch. Warte mal, ich muss mal eben. Hier ist es. Ich habe es mir hier hingestellt. Und zwar habe ich nämlich aus der Zeit so ein paar kleine Pigmentstörungen mitgenommen. Also, wenn ich jetzt praktisch, und Entschuldigung für alle, die mich noch nicht kennen, ich spreche immer wild durcheinander. Wenn ich eben mein Gesicht gereinigt habe, dann benutze ich tatsächlich dieses Active C Serum. Ja, das ist so schön. Ich habe es hier auch stehen, weil ich liebe das Gegen auch. diese Pigmentstörung. Ja, und es ist super, ne? Also wenn du es regelmäßig verwendest, du siehst das einfach, dass die Pigmentstörungen aufgehellt werden und dann kriegst du einfach Ja. ein richtig schönes, ja, und dieses Ebenmäßige wieder hin. Ja, also Und es ist das ein sind super eben tolles Produkt. leider so die, es ist wirklich, wirklich mega. Und das sind einfach so die, in den 80ern habe ich da noch nicht drüber nachgedacht, so ohne Sonnenschutz, Hauptsache braun. Das mache ich natürlich nicht mehr. Ja, Sondern. ich kenne das aus den 90ern mit den Sonnenbänken, ne? Da war das ja auch hoch im Kommen. Und jetzt sind wir in der Generation, wo wir alle sagen, oh Gott, da sind Pigmentstörungen. Und das ist das Beste, dagegen Total. vorzugehen. Genau, und das ist, wenn man sie schon hat, gibt es eben so ein Vitamin C Serum, was ich absolut Genau. empfehlen kann. Das benutze ich, es ist leicht, alles Mögliche. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, mache ich natürlich, bevor ich rausgehe, und es steht hier nicht, weil ich es nämlich in meiner Handtasche habe, nehme ich, du hast es bestimmt doch bei dir. Ich habe es da, Das, ja. dann zeig du Solarprotektfolie gehe ich mal. mal von außen. Genau, weil das habe ich nämlich in Ja. meiner Handtasche.
dass einfach Ach, die so Haut schön. geschützt wird und das ist auch ganz leicht und ganz schön, weil eben und mit dem Lichtschutzfaktor 50 einfach ganz, ganz Genau. wichtig. Ja, für alle, Also, die ihr das seht, ich bin. nicht kennen, das ist halt wirklich ein toller Lichtschutzfaktor 50 plus, den man über jede Pflege drüber geben kann. Also es ist völlig egal, ob man Anti-Aging-Produkte nimmt, Feuchtigkeitsspende-Creme, ist völlig egal, einfach oben drüber und man ist super geschützt. Ja, und Ja. gerade wenn du natürlich auch gegen Pigmentierung arbeitest, musst du auch zeitgleich immer auf den Lichtschutz einfach achten, damit du auch effektiv arbeiten kannst dagegen, ne? Ja. Absolut. Und oftmals ist dann der Lichtschutzfaktor so dick und pastig und das ist der Ja. eben nicht, weil das geht nämlich mit Genau. Make-up auch gar nicht. Wenn der so dick und pastig ist, dann. Deshalb bin ich da super zufrieden, dass ich das gefunden habe. Und ich höre hier schon von meinem TikTok, meiner Annette, meinem TikTok, die Ja. mir auch passt. Darf ich mal fragen, ich habe Mischhaut und im Winter immer knallrote Apfelbäckchen, die sehr rot aussehen und gereizt aussehen. Wie kann ich das milde kaschieren? Ich habe gerade ein Paket Also, heute Morgen von euch bekommen. Ich würde erzähl mir mal aber, ich als sehe. erstes die Ach, SOS ja, sehr Soothing gut. Fluid, die Ja. Akutpflege bei gereizter, geröteter Haut. Ja, Das würde absolut. ich Das als ist erstes ganz machen. neu, tatsächlich. Ganz, ganz neu. Und natürlich kannst du es kaschieren. Das ist dann natürlich so mein Bereich. Aber ich würde Ja. erst mal gucken. Meistens ist ja die Haut gereizt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aus meiner Sicht fehlt der Haut Feuchtigkeit, fehlt der Haut, die ist Und gereizt, Fett tatsächlich. weil sie eigentlich trocken ist und weil sie eigentlich denkt, irgendwie, hier fehlt was. Ja, das ist ja gerade dieses, ne, was zwischen Sommer, Herbst, Winter so wichtig ist, dass man die Pflege anpasst, weil meistens benutzen die Leute dann die gleiche Pflege das ganze Jahr, aber im Winter produziert deine Haut viel weniger Fett einfach selber und hat nicht so viel Schutz. Deswegen darf es im Winter ein bisschen reichhaltiger sein von der Pflege. Und wenn du da vorbeugst, dann kommt es halt gar nicht erst im besten Fall zu diesen roten Apfelbäckchen. Und falls die schon da sind, dann kannst du halt super mit dem Soothing SOS Serum arbeiten, weil es dann die Haut sofort runterfährt und schon mal die Rötung mildert. Und später kannst du dann natürlich mit Make-up dementsprechend natürlich noch ein bisschen kaschieren. Ne? In Kombination ist das natürlich super einfach. Absolut. Wobei ich das gar nicht so gerne mag, wenn es so richtig doll abgedeckt ist. Wie gesagt, ich bin genau auf deiner Seite, schön die Haut ausgleichen, damit es gar nicht erst passiert. Und ich finde, man muss sich immer vorstellen, im Winter, ich denke noch nicht gerne daran, aber man sollte sich schon mal vorbereiten. Ja, Es ich auch ist, nicht. wir heizen. Also es ist warm Ja. in der Wohnung, dann geht man raus, da ist es kalt und es ist für die Haut wirklich immer ein Hin und ein Her und reagiert, wenn sie Total. einfach empfindsam ist. Und Genau. so, und deshalb finde ich eben auch vielleicht mal nachts ein bisschen reichhaltigere Pflege aufzutragen Ja. oder so ein Soothing Serum. Ich bin ja so ein absoluter Nachtpfleger. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es, nachts so richtig gebuttert und gepflegt ins Bett zu gehen und dann am nächsten Morgen aufzustehen und zu denken, ja, ich habe einfach mal so alles getan. Ich Ja. benutze übrigens Time Control, dieses Serum Time Control, Ja, die super Retinal toll. Essence. Und dann Dieses benutze ich die Nachtcreme. Wo ist sie? Hier. Wo ist sie? Auch passend richtig, dazu. Genau. richtig schön reichhaltig. Also, guck mal, ich Ja. kann euch auch zeigen. Ihr seht auch, ich benutze es tatsächlich. Ja. Also, und dann lege ich tatsächlich auch Augencreme auf. Also, ich gebe am liebsten richtig viel zum Abend und in der Nacht, weil ich natürlich weiß, dass die Haut nachts regeneriert und Ja. repariert. Und ich liebe das, Ganz ehrlich genau. gesagt, auch morgens aufzuwachen und zu denken, ja, okay. Hat sich gelohnt, der Schlaf.
hat sich der Schlaf und die Pflege hat sich gelohnt. Und ja, das ist wirklich, ne? Wenn du morgens so zerknittert aussiehst, dann hast du ja schon so gefühlt schlechte Laune. Wenn du halt ordentlich pflegst und während wir schlafen, wie du sagst, die Haut arbeitet auf Hochtouren wirklich. Und das ist das Beste, was du machen kannst, da richtig intensive Pflege zu geben. Und gerade also die Time Couture Retinite Essence, das ist halt wirklich so unser Ferrari mit Vitamin A. Dieses hier? Das ist ja so der, ja, ganz genau, das gute Stück. Das ist so der Goldstandard der Feigenglättung. Da sind auch mega schöne Öle drin. Das ist so auch richtig toll pornverfeinert, wenn man das wirklich auch schön kontinuierlich nimmt. Und dann hast du halt schon eine super Basis einfach, ne? Das ist eine ganz tolle Sache. Jetzt muss ich mal gerade, da hat gerade nämlich anscheinend jemand, der ein bisschen unsere Pflege kennt, wegen dem roten Bäckchen noch geschrieben, was mit der Rosea Calm ist. Die Rosea Calm Cream, das ist eine Pflege bei uns tatsächlich für eine gerötete Haut, die auch gefäßstärkend wirkt. Also du kennst das ja, ne, wenn die Leute so die kleinen roten Äderchen haben. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Alternative. Aber wenn es so gerade was Akutes ist, dann kann man natürlich mit dem SOS-Serum die Haut schneller runterfahren. Ja. Ne? Und das eine ist eine Akutpflege und das andere ist eine Dauerpflege für die Leute mal zum, damit man den Unterschied einfach weiß natürlich, ne? Ja. Und früher hat man ja immer, Annette, ich weiß nicht, das hast du auch schon mal gehört, man hat früher immer gesagt, wenn man so rötliche Bäckchen hat, dann gib so ein bisschen Grün drauf, um eben das Color Correcting zu nehmen, weil eine grüne Creme oder ein grüner Concealer gegen die rötlichen Wangen arbeitet. Genau. Mir wird es bloß immer ein bisschen zu dick. Also ja, das kann man machen, wenn wirklich nichts mehr funktioniert. Dann kannst du wirklich so eine Camouflage- oder Abdeckcreme, die so einen leicht grünen Schimmer hat, verwenden, um das auszugleichen. Aber ich gehe immer über die Hautpflege erstmal. Und um dann wirklich nur ein leichtes Make-up verwenden zu können. Also das mache ich auch bei meinen ganzen Promis. Ich bin überhaupt kein Fan von dicken, fetten Make-up, um irgendwas abzudecken. Ich möchte wirklich die Haut sehen und das höre ich dann immer wieder, auch im Fernsehen übrigens und auf der Bühne, dass die Leute sagen, oh, es ist so schön, weil ich sehe meine Haut noch. Ich möchte keine Maske aufhaben. Und das genau, ist mir so wichtig. Cool, genau, das ist einfach auch so, ich mochte das noch nie und deshalb ist mir eben auch die Pflege so wichtig, weil du kannst da schon so viel tun. Und dass man dann vielleicht nur zum Abdecken so eine BB-Cream braucht oder benutzen kann. Die fand ich übrigens auch sehr gut. Habe übrigens die Farbe Peach. Peach, ja, die gibt es. Das werde ich auch immer gefragt. Ich kann es ja mal zeigen. Also es gibt tatsächlich in drei verschiedenen Farbtönen. Ich kann das mal sind. Moment. Ja, da sieht man es so ein bisschen. Steht immer unten am Deckel, gibt es in drei Farbtönen, Ivory, Beige und Peach. Und Peach ist der dunkelste Farbton im Prinzip. Wenn man jetzt so ein bisschen heller ist wie ich, reicht Beige vollkommen aus. Und wenn man noch ein bisschen heller ist, dann Ivory. Das ist so, damit man so die Abstufung mal kennt. Und das ist ein, das nennt sich Perfect Beauty Fluid. Das ist eine BB-Cream. Ja. Und das finde ich eben auch im Winter ganz, ganz wichtig und im Herbst einfach, guck mal, du siehst es nämlich nicht, dann siehst du eben, dass es die richtige Farbe ist. Schön. Perfekt. Und guck mal, wenn du es nämlich nicht siehst, den Unterschied, dann ist es genau die richtige Farbe. Und auch wenn du es hier aufträgst am Gesicht und du siehst es nicht, ist es deine Farbe. Also wie gesagt, ich habe Peach und ich bin so ein Mini-Tickchen gebräunter als du vielleicht. Ja. Aber es ist eben leicht und was ich eben finde, gerade im Herbst und gerade im Winter, wenn alles trocken ist, dann möchte ich noch, also so viel Feuchtigkeit wie möglich, ein paar Lipide, aber dass die Haut weiterhin juicy aussieht und nicht so trocken. Ja. Ja, und da sind die also, echt super. Also die sind, die haben einen Lichtschutzfaktor 15 mit drin und was unsere Kunden persönlich sehr lieben, ist der Weichzeichner, der drin ist. Ich sage immer Photoshop inklusive, weil das wirklich so diese kleinen Fältchen einfach so ein bisschen optisch glättet und die Haut sieht dann noch ebenmäßiger aus.
Aber es ist kein starkes Make-up oder so, sondern wirklich mit viel Pflege was Getöntes, ne? Und Ja, das ist natürlich genau. ein wichtiger Unterschied einfach, ne? Ja, und manchmal wollen die Leute, übrigens auch Männer, habe ich auch ganz, ganz oft, dass mich Männer fragen und sagen, sag mal, ich möchte nicht direkt ein Make-up und ich möchte auch nicht direkt geschminkt aussehen. Ich möchte einfach nur so einen kleinen Ausgleich der unterschiedlichen Farben im Gesicht. Ich möchte einfach frisch aussehen. Und dann liebe ich solche BB-Creams, weil die dir eben wirklich diese Feuchtigkeit geben und eben alles so ein bisschen ausgleichen. Und ich meine, wer möchte keinen Weichzeichner? Absolut. Für alle, die die Produkte nicht so kennen, vielleicht kurze Erklärung. Also das ist wirklich was für eine normale bis trockene Haut als On-Top-Pflege gedacht. Wer jetzt ein bisschen Probleme mit Unreinheiten oder gereizter Haut hat, da haben wir ja wirklich dann noch den Blemish-Balm. Ich weiß gar nicht, hast du den da? Sonst ich zeige Das den ist gerne der auch mal. hier. Genau, richtig. Der hat allerdings eben keinen Weichzeichner jetzt drin und keinen extra Lichtschutz, aber der ist halt auch einfach für eine unreine Haut und für eine irritierte Haut. Da sind viel mehr entzündungshemmende Wirkstoffe, die die Haut schön runterfahren, die auch ja, so ein bisschen dieses Akute einfach runterbringen und nicht nur ein bisschen Tönung haben. Deswegen, die sind ein bisschen unterschiedlich, aber das macht auch eine super ebene Haut. Und kannst du halt auch super als Make-up-Ersatz nehmen, wenn du eine unreine Haut hast, damit du Wirkstoffe hast, die gegen die Unreinheit auch wirken, ne? Ja, absolut. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Das werde ich nämlich auch ganz oft gefragt. Und weißt du, was ganz, ganz oft auftaucht in meinen DMs? Ich würde dazu die Mischhaut sagen. Die Leute, die in der Mitte eine fettige T-Zone haben, also so ein paar kleine Unreinheiten, ein paar kleine Mitesser hier, Pickelchen vielleicht und dann aber eine trockene Haut. Und ich glaube, das ist für viele so eine Herausforderung, dass sie denken so, okay, also was benutze ich dann, wenn es hier trocken ist und in der Mitte fettig? Und das nennt man eine Mischhaut. Aber was Genau. sagst du denn dazu? Wie Also es würdest ist du diese absolut. Haut pflegen? Also das Erste ist tatsächlich meistens, dass man schon mal mit der Reinigung beginnt, weil ganz oft ist da schon der Hund begraben, so ein bisschen, ne? Also da geht es schon los, weil das nicht so optimal ist. Dann wirklich, ich bin immer, also ich bin totaler Serum-Fan. Auf jeden Fall ein Ja, ich Feuchtigkeitsserum zum Beispiel. Ja? Und dann kann man wirklich eine leichtere Pflege nehmen. Und dann kannst du immer noch gucken, gebe ich vielleicht noch an den Wangen ein bisschen was Reichhaltigeres auch dazu. Also die Ja. Haut ist halt nicht überall gleich. Und ich kann das ja auch ausgleichen. Zum Beispiel auch mal nachts vielleicht mit einer Maske, dass ich sage, okay, ich merke, hier ist alles trocken. Naja, dann lasse ich halt Ja. mal die Stirn- und Nasenkinnpartie aus und mach mal hier den Ja. Fokus hin und gib da mal ein bisschen mehr. Ne? Also das kannst du, Wichtigste mit der Reinigung erstmal steuern und dann, wenn du das passende Produkt hast, was für eine Mischhaut auch geeignet ist, dann hast du ja dieses Mattierende und gleichzeitig aber, dass die Haut Feuchtigkeit kriegt und nicht ausgetrocknet Ja. wird. Ne? Weil das ist ja immer so die Genau. Herausforderung. Weil viele Produkte dann neigen die Leute dazu, was für unreine Haut zu nehmen. Das ist aber gar nicht so das Richtige, weil dann wird der Rest so trocken. Deswegen da immer ein Genau. bisschen gucken, dass da vielleicht wirklich draufsteht, auch für eine Mischhaut. Das ist immer eine ganz gute Genau. Sache, sich da so ein bisschen dran zu Ja, weil orientieren. das, ja, weil das ist tatsächlich, dass die Leute dann denken, okay, ich habe hier kleine Pickelchen und die trockne ich jetzt mal richtig aus. Aber dann hast du eben kleine Pickelchen mit diesem trockenen Schüppchen da drumherum, was auch ganz schwierig abzudecken ist. Also Ja, das glaube das kannst du auch mit einer Camouflage oder mit einem Abdeckstift, ist es wirklich schwierig abzudecken, einfach weil es trocken ist und trockene Haut mit Make-up nicht richtig funktioniert. Also übrigens auch auf den Lippen nicht. Überall. Und deshalb ist Feuchtigkeit funktioniert immer. Also Feuchtigkeit braucht die Haut immer und lässt sie einfach schön juicy und prall aussehen. Also damit macht man nichts verkehrt. Nee. Und Genau, absolut. Also wirklich das A und O einfach. Also sei es jetzt im Sommer, wenn wir mehr schwitzen, jetzt im Herbst, Winter mit der Heizungsluft.
Also darf man ruhig morgens und abends ein Serum geben, das spricht überhaupt nichts gegen. Ne? Ja, ich liebe auch Serien. Ich finde, die Haut fühlt sich sofort richtig toll an. Guck mal, und ja, Christina so hat schon verwendet. Verwendet man vor dem Blemishbalm noch eine Creme darunter, zum Beispiel die Hydra? Ja, also genau, der Blemishbalm ist nicht als Cremeersatz gedacht, sondern wirklich, um Unreinheiten abzudecken, um Rötung und Irritationen abzudecken und um die natürlich auch runterzufahren. Aber du nimmst darunter immer deine passende Pflege. Und die Hydra Maximum Day Cream kann man auf jeden Fall benutzen. Ist im Zweifel nicht so typisch vielleicht, weil wenn du eine trockene Haut hast und die Hydra-Serie nimmst, weil das einfach trocken ist, dann kann man im Üblichen auch die BB Perfect Beauty Fluids benutzen, weil das dann eigentlich sehr schön zusammenpasst. Ne? Entschuldigung. Aber vom Prinzip her alles gut, nimmt man immer noch eine Pflege drunter. Ja, würde ich exakt genauso machen. Reicht ein Lichtschutzfaktor von 15 in einem Blemishbalm im Winter aus? Also, ich sage immer, wenn man nicht den ganzen Tag draußen spazieren geht, vielleicht in dieser Herbstsonne, dann reicht es durchaus aus. Wenn ich weiß, ich bin wirklich viel unterwegs, dann mache ich halt das, was du in der Handtasche hast, das Solar Protect Fluid, einfach noch on top, bei Bedarf. Ganz einfach, oben drüber, der höchste Lichtschutz zählt, ne? Das ist ja auch immer so eine Frage, die bei uns viel kommt. Wenn ich 15 und 50 habe, habe ich dann 65? Nee, das nicht. Sondern einfach dann... Aber super Idee. Aber das, ja, also wäre schön, aber nein. Ja. Und ich nehme immer 50, ehrlich gesagt, weil ich habe natürlich schon eine Haut, die eine Neigung zu Pigmentflecken hat. Ja. Und auch wenn die Haut etwas reifer ist, werden die Pigmentstörungen nicht mehr so richtig abtransportiert. Ich gehe for the full 50, dann weiß ich, ich habe alles getan. Weil das sieht irgendwann, wenn die Haut so ein bisschen fleckig ist, das kann man alles ausgleichen. Mhm. Mit Make-up. Ja. Aber ich zeige das deshalb auch extra auf Instagram immer ohne Filter. Ich zeige das gerne auch ohne Make-up, einfach weil es ganz, ganz viele Frauen haben und auch Männer. Ja. Und deshalb finde ich das ganz wichtig, das eben auch zu zeigen und zu erklären, dass ein Lichtschutzfaktor wirklich ganz wichtig ist. Und ich habe mal gelesen, dass die Dermatologen, die internationalen Dermatologen, empfohlen habe, also mindestens 15, auch bei so einem bedeckten Himmel wie hier in Hamburg. Genau. Und deshalb ist man damit auch schon mal ausgestattet. Ja, also das ist, ne, dieses 15 ist schon wirklich super für den Alltag. Und wie gesagt, wenn du eh dazu neigst, Pigmentstörungen zu kriegen, dann gerne lieber ein bisschen höher, dann bist du einfach auf der sicheren Seite. Und dann kannst du, wie gesagt, mit den anderen Produkten wie mit dem Mela White Active C Serum dagegen arbeiten, wenn es schon dunkler ist. Im Übrigen ist auch bei uns in den Time Control Produkten was drin, was auch so ein bisschen den Abbau fördert von diesen Hyperpigmentierungen. Also das ist halt eine gute Kombination in Aging. Ne? Also da gucken wir auch schon, dass wir da auch ein bisschen schon auch gegenarbeiten natürlich, damit sich gar nicht diese fiesen Altersflecken im Zweifel vielleicht erst bilden auch. Ne? Ja, und die lassen einen wirklich abgespannt und müde aussehen. Also es ist tatsächlich so, die Altersflecken, also erst sind es ja so kleine Sommersprossen, dann werden es so kleine Pigmentstörungen und dann sagt man dazu Altersflecken. Das ist eigentlich gemein, aber... Die lassen das Gesicht eben müde und abgespannt aussehen und deshalb finde ich schon in der Hautpflege. Ich habe hier noch eine Frage von Michael und ihr wisst wahrscheinlich alle, wer Michael ist. Das ist nämlich mein Mann, der im Büro sitzt und der ein absoluter Pflegejunkie ist. Also der ist ein absoluter Pflegejunkie und er liebt es, wenn er meine ganzen Tuben und Tiegel probieren kann und wenn er und er fragt jetzt tatsächlich, das geht doch auch bei Männern, oder? Auf jeden Fall, definitiv. Also es ist im Prinzip so ein bisschen Unisex.
Es muss halt nicht Man draufstehen. Ne? Also auch Männerhaut ist unterschiedlich und auch die brauchen ganz viel Feuchtigkeit und können auch Tagespflege, Nachtpflege, Serien, Reinigung ganz wichtig. Also wir haben auch Männerprodukte, aber theoretisch kann ein Mann auch aus jeder Serie sich bedienen, ohne weiteres. Also es ist immer wichtig, einfach, dass es nur zur Haut passt. Ne? Also ja, er darf gerne bei dir in den Tiegel auch mal mit reingreifen und kann sich da bedienen. Er liebt es total und absolut, ich finde auch bei Männern, ich habe früher mal so kleine Männer-Workshops gegeben und die hatten genau die gleiche Haut, über die wir vorhin gesprochen haben, diese rötlichen Wangen und dieses Richtige, wo du wirklich denkst, oh Gott, mach doch da mal ein bisschen Creme drauf. Und die Männer, die dann gesagt haben, nee, Creme will ich nicht. Und habe ich gesagt, guck mal bitte in den Spiegel, deine Haut schreit danach. Und, ja, guck mal, der schreibt und gerade, der Ferrari ist wohl was für ihn. Ja. Absolut, du kannst ihn ausprobieren nachher. Absolut. Er ist aber auch, nee, fühlt sich also auch toll an. Ja, weil das, also trotz diesen pflegenden Ölen ist es halt nicht so schwer vom Hautgefühl her. Ne? Also das pflegt super toll, so für eine Haut 45 plus ungefähr. Mhm. Und wenn du dann das Gefühl hast, du brauchst noch mehr, ne, dann mach ruhig gerne die Night Cream noch drauf. Wenn jetzt jemand sagt, reicht mir vielleicht, ist es auch fein. Also ne, dann hat man auch schon sehr, sehr viel der Haut gegeben. Ne? Das geht also auch mal. Und ich finde immer, ich habe auch viele Follower, die sagen, oh, aber wenn ich mir jetzt erstmal so ein ganzes Programm kaufe, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich alles brauche. Ich sage immer, ich bin gespannt, was du sagst. Ich sage immer, starte erstmal einmal mit einer richtig guten Tagescreme. Wenn du dann das Gefühl hast, die Haut braucht noch mehr, die ist noch trocken, die juckt, die ist rot, dann gib dazu ein Serum. Vielleicht auch in der Nacht, gib dazu ein Serum. Und wenn es dann immer noch trocken ist und juckig und rot und schuppig, dann eine Nachtcreme. So, damit man jetzt nicht sofort so ein ganzes Programm kaufen muss und dann vielleicht nicht weiß, ist es zu viel, ist es zu wenig. So würde ich so langsam es aufbauen, bis ich das Gefühl habe, und wenn ich dann immer noch das Gefühl habe, ein Serum, eine Nachtcreme, eine Augencreme, und es reicht mir immer noch nicht, dann gehe ich auf eine Maske. Und das ist ja wohl das schönste Gefühl, wenn man sich einmal in der Woche so eine Maske ins Gesicht gibt und einfach denkt, oh, das ist einfach nochmal ein wunderschönes Gefühl, finde ich. Ja, also da bin ich total bei dir. Du hast die Revitalisierung. Ja, ich liebe die auch, vor allem. Also ich liebe die auch extrem, weil das ist eine Maske, die du bis an den Wimpernkranz von oben und unten auftragen kannst. Und das kannst du halt nicht mit jeder Maske machen. Und das ist meine totale Lieblingsmaske, wenn ich so gestresste Augenpartie habe. Dann manchmal mache ich auch vielleicht nur das in der Nacht und dann schön dick drauf. Am nächsten Morgen sieht deine Haut so entspannt aus. Das ist echt der Wahnsinn. Und also wir haben jetzt, nächste Woche ist bei uns wieder Beauty-Messe in München und da weiß man schon, die Luft ist trocken und dann ist abends so eine Maske einfach so schön. Also mega. Ja, und ich fliege ja sehr viel und ich bin diese Woche wirklich, ich saß in, glaube ich, 3 Flugzeugen und dann ist es für mich wirklich, wenn ich dann im Hotel sitze, dann denke ich, so, jetzt ist so meine Zeit und dann mache ich eine Maske. Ich liebe das. Ich liebe das. Und die kann ich wirklich auch ganz, ganz toll empfehlen. Sharing. Und da fragt jemand gerade wegen Augenpflege und Augen-Make-up. Ich weiß, manche, hast du ja mal gesagt, haben da so Probleme, wenn es zu reichhaltig ist, ne, von der Pflege her. Dann können wir da als Alternative jetzt zum Beispiel, weil du nimmst ja die Time Control Eye Cream, passend zu deiner Haut. Und ich gebe mal als Tipp gerne, wer es nicht Time so Control. Reichhaltig ist. Sehr gut, genau. Und als alternativer Tipp habe ich hier das Hydra Maximum Eye Fluid
Und das ist halt super leicht. Wer da so ein bisschen Probleme hat vielleicht, ne, dann sage ich immer lieber ein bisschen leichter vielleicht dann einfach nehmen und für die Nacht dann die Reichheit für den Tag. Genau. Genau, weil da hatten wir nämlich schon drüber gesprochen, als wir uns kennengelernt haben. Genau. Ich habe nämlich einige Mädels, die sagen, wenn ich eine Augencreme benutze und ich schminke dann meine Wimpern, nee, oder andersrum, die haben das mit der Augenpflege noch gar nicht gesagt, die haben gesagt, ich tusche meine Wimpern und dann habe ich hier unten immer so einen grauen, schwarzen Rand und es sieht am Ende des Tages einfach nicht schön aus. Und dann habe ich immer gesagt, du, deine Augencreme ist dann einfach ein bisschen zu reichhaltig und das Fett lässt die Wimperntusche dann so ein bisschen auslaufen. Und deshalb haben wir, als wir uns kennengelernt haben, habe ich gesagt, du, ich würde die Augenpflege immer in der Nacht benutzen, weil da sind ja deine Wimpern abgeschminkt. Und dann am Tage lieber nicht. Und dann hast du gesagt, nee, aber dann haben wir doch dieses Fluid. Das heißt, du kannst deine Augenpartie trotzdem pflegen und durchfeuchten, aber du hast eben nicht diese Mascara-Ränder, weil das sieht tatsächlich nicht schön aus. Und das fand ich einen super Tipp. Ja, weil diese Fältchen, die müssen schön durchfeuchtet sein, weil das sind Trockenheitsfältchen und Mimikfältchen. Und wir wollen nicht, dass die sich eingraben. Nee, und also das Hydra Maximum Eye-Fluid, das kann ich auch wirklich sehr empfehlen, weil dadurch, dass es ein Fluid ist, hat es immer diesen leicht kühlenden Effekt noch. Ich finde das auch gerade für morgens, wenn du so noch ein bisschen verschlafen bist, ne, und dann machst du das drauf und es ist so schön frisch. Und wer so ein bisschen Probleme auch mit vielleicht geschwollenen Augen hat, ne, mit den Tränensäcken, dann gerne auch im Kühlschrank lagern das Produkt, weil dann habt ihr morgens noch mehr frische Kick. Und das ist eigentlich wahnsinnig schön. Da, ne? Also wenn man das sieht. Das ist ein richtig guter Tipp. Und Anna fragt, gibt es eigentlich wieder einen Code? Möglicherweise, ich wollte ihn gerade in die Hand nehmen, weil du ja auch gerade so schön gesagt hast, man steigt mit dem einen ein und baut dann auf. Und wer heute einsteigen möchte, sage ich mal, selbstverständlich gibt es einen Code. Und wie könnte er passender sein als... Serena 10. Ja. Das heißt, es gibt auf die Produkte 10% Rabatt und versandkostenfrei. Also ihr könnt Serenas Lieblinge shoppen mit 10% Rabatt. Alles, was wir hier vorgestellt haben, da gibt es 10% Rabatt drauf und dann kriegt ihr es auch noch versandkostenfrei und dann könnt ihr eine super schöne Beauty-Routine einfach mal starten und euch jetzt für den Herbst. Oder für die, die es eh lieben, einfach bevorraten. Ist ja, auch immer schön. Das wäre so eklig. Ja. Ja, und aber ideal, guck mal, Svenja müssen wir noch mal. Wir müssen Svenja noch mal beantworten. Genau. Svenja fragt nämlich, welche Pflege nehme ich denn tatsächlich für die Mischhaut? Habt ihr da ein spezielles Produkt oder was würdest du empfehlen? Also es gibt spezielle Produkte, wobei ich immer einen Unterschied mache. Nicht jede Mischhaut ist auch gleich. Also es kommt immer darauf an, wie ausgeprägt die Mischhaut. Hast du jetzt wirklich in der T-Zone vielleicht mehr mit Unreinheiten zu kämpfen, dann empfehle ich was aus der Regulating-Serie, die Special Regulating Cream zum Beispiel gibt es bei uns. Es kann aber auch sein, dass es gar nicht so ausgeprägt ist und dann kannst du auch mit den Feuchtigkeitsprodukten arbeiten, also zum Beispiel mit der Hydra Maximum Serie. Das ist wirklich so ein bisschen individuell, aber wer da noch mal Fragen hat, kann natürlich auch gerne uns schreiben. Wir helfen da immer super gerne weiter, ganz individuell. Deswegen, das ist nochmal so ein bisschen Feintuning, sage ich mal. Ne? Ich mache da nicht so pauschal die eine, sondern dann lass mal nachfragen, was ist denn genau, wie äußert sich denn deine Mischhaut wirklich? Und dann können wir noch spezieller vielleicht auch mit dem Gesichtswasser noch mal gucken. Ne? Wir haben auch was Mattierendes. Deswegen, da kann man schon mit Feinheiten so ein bisschen arbeiten. Ja, aber das ist ein toller Tipp, dass man euch auch schreiben kann, weil ich habe nämlich auf Instagram in meinen Stories gesagt, ich möchte gerne, dass wirklich jeder in diesem Herbst und im Winter eine strahlende, schöne Haut hat, bekommt, falls er sie noch nicht hat, weil das ist die Haut, in der wir einfach so zu Hause sind. Also das ist ja nichts Externes, sondern es ist einfach so unsere Haut. Und ich möchte einfach, dass alle wirklich eine schöne Haut haben. Ja, auch mein Mann, den werde ich nachher... gibt es denn sonst noch Fragen?
Global Defense, also alle sind hier begeistert von den Produkten. Es gibt anscheinend Ja, schon viele, die super. die Produkte kennen. Und Ja, das finde ich immer schön. ich bin auch gefragt worden, was sind denn die absoluten Trends im Make-up für Herbst, Ja. Winter? Und deshalb liebe ich das ja so, dass wir zusammen live gehen, weil für mich ist eine tolle Haut immer ein Trend. Also, Ah, das ist aber schön gesagt. das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt Ja. zwei große Trends. Es gibt einmal, ich nenne das jetzt mal laut und leise, einmal ist das laut mit roten Lippen, mit dunklen Lippen, mit Blau auf den Augen, blauer Eyeliner. Ja, du bist voll im Trend. Blauer Eyeliner, blaue Wimperntusche, also das würde ich mal so laut nennen, also Farbe und sich auszudrücken. Und der andere Trend, den ich jetzt auch auf der Fashion Week gesehen habe, ist leise. Und der ist nude. Der ist einfach, du siehst schön aus und so ein bisschen herausgearbeitet, aber du siehst nicht aus, als wenn du Make-up im Gesicht hast oder geschminkt bist. Ja. Und dafür braucht es eine tolle Haut, weil da kannst du nicht ablenken mit einem roten Lippenstift oder mit einem blauen Eyeliner, sondern da brauchst du eine richtig schöne, juicy Haut. Und deshalb finde ich das eben so wichtig. Und da Ja, arbeitet eben spannend. Skincare und Haut und Make-up arbeitet einfach zusammen. Das kann man nicht trennen. Das geht Ja, das ist nicht. super. Also. Ja. So, hier fragt gerade noch die Nia, wie sie sich beraten lassen kann. Du kannst uns gerne per Instagram, per Facebook schreiben. Du kannst über unsere Website, unseren Online-Shop gehen. Also auf vielen verschiedenen Kanälen, telefonisch auch per Mail. Also ist alles möglich bei uns. Wir sind da super flexibel. Wir helfen da gerne über sämtliche Kanäle quasi weiter. Ja, das finde ich gut. Und wenn Ja. du Make-up-Inspiration hast, ich gebe auf Instagram und auf YouTube unterschiedliche Tipps und Tricks und du wirst ganz viel Hautpflege da immer finden. Aber ich finde es Ja. eben auch toll, dass ihr so eine persönliche Beratung macht, weil ich glaube, dass viele das wirklich gerne, bevor man eben sagt, auch nicht, dass ich da was Falsches kaufe, finde ich das super, ein super Service. Ja, also ne, ich sag mal, das ist einfach so individuell Hautpflege und manchmal bist du einfach vom Sortiment dann vielleicht überfordert und stehst da und sagst so, oh, ich weiß nicht genau, was ich nehmen soll. Und da ist eine gute Beratung immer das A und O einfach. Und das wollen wir ja auch, dass die Leute zufrieden sind, dass sie merken, die Haut verbessert sich und ja, dass du dann am Ende einfach glücklich mit deinen Produkten bist und mit deiner Haut. Ja, Ne? absolut. Absolut. Dann macht das mit dem Make-up auch viel mehr Spaß einfach. Ja, und es sieht viel besser aus, weil ich kann, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, wenn die Haut trocken ist, dann zieht sich Ja. das Make-up praktisch die Feuchtigkeit aus der Haut. Und aber da, wo die Haut Ja. trocken ist, da setzt es sich ab und dann wird das Make-up fleckig. Und Ja. überall, das ist wie auch wenn du trockene Lippen hast und du setzt einen roten Lippenstift drauf, weißt du auch, dass es nicht schön aussieht. Das muss erst einmal gepflegt werden und dann kann man Gas geben. Ja, das ist aber auch Wenn wirklich. man. Also, ich habe auch gesehen, du warst ja heute noch wirklich und hast dich frisch machen lassen. Und das sieht man halt auch einfach, finde ich. Ne? Also, das ist so, selbst wenn du jetzt ein Schnupfnäschen hast, du siehst aber total frisch dabei aus. Und das ist echt, da sieht Ich man muss diesen euch auch sagen, ich sah Gewinn ein bisschen kaputt aus, also weil ich einfach eine sehr arbeitsreiche letzte Woche hatte Ja. und auch spät gekommen bin gestern. Und da habe ich gedacht, oh, ich rede hier über Hautpflege und ich habe immer eine tolle Haut, einfach weil ich auch viel pflege und viele sprechen mich drauf an. Und da habe ich gesagt, nee, also wenn ich mit euch über Hautpflege spreche, möchte ich eben diesen schönen Glow haben und man fühlt sich Ja. auch blöd, wenn man so eine Schnupfnase hat. Und ja, ich bin schön gepflegt worden und ich Ja. finde, man guckt dann auch gerne in den Spiegel und sagt, ja, ist einfach schön. Ja, das ist, Aber ne, ich gucke also auch man muss mit tatsächlich. sich selbst im Reinen sein, ne? Und dann Genau. zahlt man das auch aus. Und das finde ich, ist so eine Pflege für mich geworden. Also Pflege ist für mich tatsächlich die
Me-Time für mich geworden. Also das kam aber auch erst später, aber ich habe wirklich gemerkt, das sind so die Minuten, wo du dich cremst, wo du deine Haut pflegst, wo du dir vielleicht eine Haarmaske machst, wo man sich schminkt. Ja. Ich würde das einfach zelebrieren, weil du gibst dir damit selber so viel. Ja, das stimmt, absolut. Also da bin ich ganz bei dir, diese Momente, die man sich nimmt, einfach für sich mal zum Runterfahren und Ja. vielleicht einfach mal die Füße hochlegen und durchatmen, das ist einfach das Beste, um einfach Maske wirklich diese drauf. stressige Woche dann einfach mal hinter sich zu lassen. Ne? Das ist toll. Ja. Also ja, hast du vollkommen recht. Also ich hoffe, wir konnten euch helfen. Ich denke Ja. ja. Ja, also Ich zumindest sehe keine wurde das weiteren schon. Fragen. Nee, Ja. anscheinend ist erstmal die meisten Fragen hier wirklich beantwortet. Und wie gesagt, uns war ja einfach auch super wichtig, ne, dass das einfach mal auch aus deinem Mund kommt. Du bist halt super viel unterwegs und machst halt wirklich Make-up weltweit und das verstanden wird, ne? Dass eine Hautpflege einfach das A und O ist, um dann ein mega Ja. tolles Make-up zu zaubern, dass es dann auch viel einfacher ist, ne? Viel einfacher, viel einfacher. Ja. Und da, wie gesagt, ich fange immer, egal wen ich schminke, ich fange immer bei der Hautpflege. Ich reinige immer Ja. das Gesicht. Du weißt ja nie, wo die Leute waren am Flughafen. Ja, genau. Ja, du weißt ja nicht, wo die herkommen. Ich reinige das Gesicht immer einmal. Ich trage ein Serum auf, ich trage eine Feuchtigkeitscreme auf. Und dann fange ich mit dem Make-up an. Manchmal eine Augencreme, je nachdem, wie die Haut aussieht. Aber es ist wirklich das A und O für mich. Entschuldigung. Ach, hör mal. Passiert, sind wir nicht Egal. vorgefallen vor einem Schnupfnäschen. Nee. So, Also. ich wiederhole mal nochmal für alle, die es vielleicht verpasst haben. Serena 10, 10% Rabatt auf deine Lieblinge und versandkostenfrei, wer da zuschlagen möchte. Und Ich genau, habe schon einige die Kollegin hat sich im Lieblingsprodukte. Hintergrund einmal aufgelistet, auch zum Glück. Ja. Ja, mich hat es super gefreut, dass du Zeit für uns hattest. Das ist was ganz Mich Besonderes. Ich hoffe. absolut auch. Ich finde Ja, das sehr schön. perfekt zum Herbst und Winter. Wir werden alle die Ja. schönste Haut ever haben. Und ich danke Ja. dir sehr. Ich habe mich sehr Ja, ich gefreut dir und auch. auch, dass ihr alle dabei wart und Fragen gestellt habt und vielen, vielen Dank. Genau. Ja, schön, dass ihr alle dabei wart. Und dann würde ich sagen, ich wünsche allen einen wunderschönen Abend. Dir auch, liebe Serena. Und ich kann nur Dankeschön. empfehlen, wer ihr noch nicht folgt, folgt ihr. Da sind immer ganz viele tolle Tipps nämlich bei. Und das ist Dankeschön. echt spannend. Deswegen kann ich nur empfehlen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche dir gute Besserung und einen Dankeschön. schönen Abend. Tschüss, ihr Lieben. Habt es Auf schön. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.